Ach komm, gehen wir mal nach Kap wieder. Gehen wir mal zum Kap. Zum Mario Kap. Woran ich merke, dass irgendwo auf einer Insel was falsch läuft, ich habe plötzlich nur noch 25 Bauern und 41 Arbeiter über Peer, hier Passagier Kai. Dann fällt mir auf, oh, zu wenig Fisch. Hopp. Was passiert? Da habe ich gerade die Tür bei ihm gehört. Ich habe Kuratenkleid gemacht. Success. Was hast du ihm verkauft? Zigarren. Wie viel hast du bekommen? Als ich eben gerade oben links noch drauf geschaut habe, war ich bei 150.000. Natürlich. Spielstand gespeichert. Jetzt bist du gerade abgenippelt. Oder Discord ist bei mir wieder abgenippelt. Ach du Heiland. Moment. Sinning, du musst mal vielleicht neu connecten. Wenn du mich. Ne, er hört mich wahrscheinlich nicht. Ich connecte mal neu. Heute ist hier der Wurm drin, ne? Heute ist absolute Wurm drin. Jetzt will er sich nämlich bei mir nicht mehr verbinden. Ah, dann auch so. Test. Jetzt, ja, keine Ahnung. Jetzt geht's wieder. Also, wir waren stehen geblieben, wie viel du ihm abgezockt hast. Als ich oben links zuletzt hingeschaut habe, hatte ich so knapp 150.000. Jetzt habe ich dann. 2 Minuten später habe ich oben links hingeschaut, da habe ich 650.000. Du hast den Arm gemacht. Bereit zum Einsatz! Warte mal, Stahl kannst du doch bestimmt noch. Ich habe doch gerade. Nee, habe ich nicht. Hat keinen Plus-, kein Minus-Effekt gehabt. Maschinen laufen an! Alter, in Wettung ist immer noch Streik. Gerechtigkeit hier auf Erden, ich zeig euch, wo Gerechtigkeit ist. So. Militärflotte ist da, wenn ihr jetzt Aufträge in der neuen Welt habt, oder so, wenn ihr zerstören oder eskortieren wollt, sagt Bescheid, dann schicke ich meine Flotte. Jo. Dann schicke ich die Flotte. Und es wird weiter Krieg gemacht. Okay. Obwohl, warte mal, die muss ich eigentlich 01 nennen. So, Sinning, was ist mit Wessung? Noch Streik. Ach, verdammt, das wollte ich doch an der Route machen. Und zwar in La Rochella auf Waren warten. Oh Mann. Bilanz ist auf einem Jahrtausend tief. Ah. Auf wie viel? Ich bin gerade unter 10.000 gegangen. Wolltest du nicht etwas für mich erledigen? Das erste Mal seit, keine Ahnung, 4 oder 5 Stunden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Boah. Steuermann. Scheinbar hatten die Ingenieure irgendwelche Probleme. Es könnten die Brillen gewesen sein. So, wie waren das jetzt mit den Probleme? Wie waren das jetzt mit dem Messing und den Glühfäden, um das mal kurz an die Oberfläche zu holen? Irgendwer wollte irgendwas liefern. Oder anfangen zu liefern. Du wolltest doch bei mir Glühfäden und so und Dampfmaschinen und alles. Das war's. Ich wollte Glühfäden einkaufen. So war das nämlich richtig. Genau. Dankeschön für die Information. Hier verkauf es. Ja, Moment. Route einrichten. Ich mach ihn aber auf. Die Straßen sind sauber. In welcher Stadt? Wer ist sauber? Duisburg? Nein, Henrik. Ja, doch, Duisburg. Da habe ich gerade den Verkauf aufgemacht für Glühfäden. Sehr gut. Und Dampfmaschinen sind auch noch im Verkauf. Glaube ich. Wie viele Glühfäden? Oh, sehr gut. Und Messing ist auch im Verkauf. Ich werde mir. Ich werde mir jeweils 3 Messing, also 150 Messing und 150 Wässerungen. Alter, Sinning. Und 150 Glühfäden holen. Oh, richtig. Ich habe mal wieder eine Krankheit, die nicht angekündigt wird, aber innerhalb von einer Minute wieder geheilt sein wird. Krankenhaus ist da.
So, das ist jetzt die CT04. Fäden. Ja. Ich musste meinen Goldeinkauf vorhin abschalten. Jetzt ist er wieder offen. Gut, Gold, den gekriegt hatte ich mal mit. Ich hatte da so, optimal. Vermögenprobleme. Ich würde ganz gerne wissen, welches Schiff ich da gerade losgeschickt habe und welches noch keinen Namen hatte. Die Rückenwind! Nein! Sie ist weg! Nee, ist sie schon weg? Nee, das ist die nicht. Verdammt. Was liefert die eigentlich? Gespeichert. Ich gönne mir mal einen Öltanker. Mach das. Was lieferst du, Mädchen? Betonfenster, Irgendwie glaube ich, ich habe zu einen zu hohen Rumpfverbrauch. Würde ich mal ein paar Handwerker aufsteigen lassen. Wo du gerade Handwerker aber erwähnst, ich habe auch die Ressourcen. Sein. Sehr gut. Oh, das wird jetzt wehtun. Weil die Ingenieure auch das brauchen. Rum? Die brauchen Rum, die Ingenieure. Jetzt fehlt es an Handwerkern. Ja, aber ich lasse ja nicht immer nur eine aufsteigen. Ich schieb dann von unten hoch. Meine absolute Arbeitsproduktion hier und meine Leute werden dann ausgebeutet. Ja, du Duplo-Bahn! Wie mir scheint, sind wir hier unerwünscht. Du reißt mich nur weiter hin. Sie hat wieder ihre Tage. Aber dir auch. Und bei mir auch. Konsequent bei uns allen. Sie kann uns alle nicht leiden. Kann ich gar nicht verstehen. Genau, ich bin auch der beste Kunde, wenn es um schwere Geschütze geht. Meine Bauern sind gerade echt nicht happy. Sag mal, was ist denn da im Hintergrund los? Wohnt ihr an einem verdammten Bahnhof? Harzer Schmalspurbahn, ey. Warst du noch nie im Harz? Nee. Und die Bahn fuckt mich ein wenig ab, deswegen werde ich wahrscheinlich auch nie reden. Bildungslücke. Ich habe doch gesagt, Ipswich wird nicht mehr versklavt. Warum machen die jetzt die Revolution? Was soll mir dieses Spiel beibringen? Versklave und alles ist in Ordnung. Versklave nicht und nichts ist in Ordnung. Du hast die deutsche Philosophie erkannt. Herzlichen Glückwunsch. Level up. Nice. Ein Feuer! Oh fuck! Wo denn? Guck mal bei der Stahlproduktion. Da ist mich mal explodiert. Alter, dann das nächste. Boom, so ein Feuerball, Junge. Das ist doch noch krass. Schau mal, wie die Stahlproduktion von mir. Das ist doch nur noch Vater. Wo ja, konkret? Bin ich jetzt blöd? Das wäre hier deutlich. Da ist Lehm. Nördlich! Nördlich? Nein, nordwestlich. Ich sehe ah, da. Die Stahlproduktion hat etwas zusammengeklappt. Ich sehe schon, deine nächste Zeitung berichtet dreimal dasselbe. Feuerexplosion. Feuerexplosion und Feuerexplosion. Halleluja. Alles ist zusammengeklappt. Heilige Scheiße. So, apropos, ich wollte eigentlich mal die schweren Geschützsätze anfahren lassen langsam. Soll ich dir wieder welche liefern oder was? Ich baue dir jetzt selbst gleich zusammen. Jetzt fress die scheiß Arbeitskleidung, Mensch. Sorry, aber ist ein bisschen zu teuer. Auf lange Sicht, Tim. So, ich brauche Vasenmeistereien. Wisst ihr, was ich jetzt übrigens mache? Ich werde mein Ghetto entghettofizieren. Entghettofizieren, so. Geht Deutsch mit uns. Ja, nein. Nein, du willst kein Deutsch mit uns reden. Ist zu kompliziert, Mensch. Kompliziert, ja. Du darfst dann jetzt gerne die Kaffeeroute in die neue Welt anfangen. Jo.
Ja, endlich, Mensch. Eine Krankheit. Ja, wunderprächtig. Ich habe zu viele Handwerker und kein Stahl mehr. Das ist das Geweine, was ich hören will. So, Ingenieure. Eine Minute pro Teil bedeutet, wir bauen mal zweimal die Dynamitfabrik. Ach, wollen wir erstmal die Scheiß abladen hier. Fehlt jetzt eigentlich Stahl. Wolltest du nicht etwas für mich erledigen? Fehlt. Ja, na. Nate, ich komme gleich. Ich komm ja gleich. Komm ja gleich. Einmal die Füße still. Komm ja gleich. So, schickt mal die Delphi hier rüber. Wahrscheinlich mittlerweile? Nein, wahrscheinlich. Schade. Hab noch keine neuen Expeditionen bekommen. Die Attraktivität ihrer Stadt. So, Salpeter brauchte ich noch. Salpeter, da steht er. Salpeter, da steht er? Ja. Ist jetzt nicht beabsichtigt gewesen, oder? Nein. Hat sich aber gereimt. Danke. Neue Befehle? Zwei. Ich brauche ein verficktes Anlegepier. Hopp, 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 hopp. Vier. Okay. Habe ich hier noch irgendwo ein leeres Schiff stehen? Nee, da muss ich warten, bis das eine da ist. Oder ich nehme eins von den Frachtschiffen, die nicht existieren. Schade. Frachtschiff, Frachtschiff. Welches Schiff hier kann eine ich handliche Flagge. Ich muss die Königin da wegbekommen, die nervt ein wenig. Das ist ihre Aufgabe. Sinning, bei mir steht wieder so ein Frachtschiff rum. Warte, ich schau gleich. Ich muss gerade eine Kaffeeroute für Henrik einrichten. Ja, bitte. Und ist da Tote Hose. Tote Jose meinst du wohl? Hier auch noch ein Anlegepier. Was wie Hafenbereich erforderlich? Du kannst nicht lesen. Der sagt Hafenbereich erforderlich, also ist da kein Hafenbereich. Alter, ich hab doch gelesen, aber mach ich denke, da ist. Alter, ich hab doch gesehen, dass da reichlich Platz ist. Warum nicht? Warum will er nicht? Jetzt ist er behindert. Alter, der ist schon unfassbar behindert. Ich hab's gewusst, Alex ist unfassbar behindert. Alter, du bist noch viel, viel mehr. Du bist dreimal mehr behindert als wie ich. Als wie wo ich. Freier Hafenbereich wäre erforderlich. Es ist ja nicht so, dass da alles für im Hafenbereich drin steht. Nein. Alex, jetzt mal ganz ruhig. Ich bringe hier gleich wen um. Wenn ich noch einmal lesen muss, freier Hafenbereich erforderlich. Alex, jetzt hat wieder mal eine Meldung. Uns ist langweilig. Wow. Chef, langweilig. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, denen ist wirklich langweilig und die wollen mich einfach nur nerven. Übrigens, es gab ja früher in der Beta noch diesen Bug, wenn man den Hafen verlegt hat und zum Beispiel einen Hafen, eine Anlegestelle hatte, dann war ja ein gewisser Bereich vom Hafen blockiert, ne? Damit man da nicht mehr bauen konnte. In der Beta war es so, wenn du den einmal falsch gesetzt hast, dann war genau dieser Hafenbereich auch für später nicht zugänglich. Da habe ich nämlich in der Beta zweimal versucht, einen Hafen zu bauen und dann ging es so, nö, geht nicht. Du hattest da schon was gebaut. Das war ein richtiger Schlag ins Gesicht. Aber es war ein schöner Schlag ins Gesicht. Ja, ein wunderschöner. Wie ein Schmetterling, nur in hässlich. Schmetterling. Travelone. Der Sinding hat einen Handel in Duisburg abgeschlossen. Was ist da gekommen? Ist das Gold? Nee. Schade. Sehr, sehr schade. Jammer, schade. Guck
Cobra, willst du nicht mal hier bald mal das Messing abholen? Ja, ich frage mich tatsächlich, wo mein Schiff. Eigentlich müsste mein Schiff schon fahren. Und hier ein paar Dampfmaschinen. Habe ich auch noch ein paar übrig. Ah, da ist es. Ist gerade aus der neuen Welt erst angekommen. Alex? Oui. Ich hab hier den Propeller für dich. Sinning, die Items. Das war das Schiff, was mit den Items beladen war. Deswegen war es da unten. Ui. Ich hab hier einen Propeller für dich. Ja, Moment. Ich muss gerade kurz wieder die Sachen raussuchen für Sinning da. Und die auf irgendein anderes Schiff laden. Auf ihren Befehl. Auf das hier. So, ich habe gefunden ein bemalte Steine, Silberhelme und die Kunst der Medizin. Gespeichert. Kunst der Medizin. Ei. So, es ist nur noch eine archäologische Expedition auf dem Weg. Brauchst du die Handelsroute mit den Geschützen noch, Kuraten? Nein. Dann lösche ich die jetzt. Dankeschön. Route ist nicht da. Die Namen werden immer schlimmer, ja. Beeil dich besser! Okay, da hat beides an Bord. Was ist das denn dann? Jetzt bitte mal das Zwischenprodukt Dynamit ein und lädst das ins Klaveria aus. Zwischenprodukt Dynamit. Ah, dankeschön. Oh, ich muss dringend noch die Quest hier machen. Wollen Sie uns das Leben noch mehr? Ich hätte da eine ehrliche Arbeit. Bauen Sie einen Springbrunnen. Aha. Springbrunnen. Spring, nicht sprengen. Ich mache nur hat Springbrunnen gesagt. Jetzt müsste, glaube ich, das Gold bei dir angekommen sein, Henrich. Sieht gut aus, wenn nur noch 18.000 in der Bank sind. Ah, ich weiß, was ich noch verlegen muss. Nicht umlegen, verlegen. Übrigens, ich zahle aktuell 9.400 nur für Handelsschiffe. An Unterhalt. Die Bilanz stimmt wieder. Ich zahle 6.700. Handelsschiff. Was sind die Schuhe? Mal schauen, bei dir am Hafen steht wieder ein Schiff. Mal schauen, welches Schiff es ist. Ah, hier das kleine Ding. Ja, sollte mal ein bisschen Schokolade zubringen. Sind unterwegs! Schöner Schrott. Also Schrott bekomme ich hier ohne Ende. Weep. Halber. Guck mal, zweimal tauchen sogar. Praktisch. Kroaten hat einen Handel abgeschlossen. Meine größte Sorge ist, dass irgendwann alles einfach außer Kontrolle gerät, bilanztechnisch. Also, dass die Bilanz zwar positiv ist, aber die Einkäufe etwas den Rahmen springen. 20 Uhr. Warte noch kurz. 20 Uhr, ab. Schon 20 Uhr 1 sogar. Alles abbrechen. Ewag, wir müssen jetzt instant enden. Kapitän Nummer 05. Henrik, die Messing- und Glühfädenproduktion, ich teile dir damit, wenn du die noch weiter ausbohren musst. Die Glühfädenproduktion habe ich übernommen. Ah, okay. Henrik wird dann später den Glas übernehmen. Also das Glas. Ihr müsst euch nur einigen. Ich muss halt nur das Öl aus der neuen Welt fertig machen. Da kann ich hier das Kraftwerk fertig bauen. Dann kann ich erstmal hier auf 8 Glas... Ja, einigt euch, weil ich weiß halt, wie gesagt, nicht, von wem ich dann was kaufen darf. Muss, soll. Ich liefere es dir schon, Nitzer. Danke für den Kaffee, Sinning. Weil ich habe nämlich schon ein Schiff jetzt Richtung Henrik losgeschickt. Was da einkauft. Leute, ich habe einfach mal 39 Gold gefunden. Lacker. Beim Tauchen, ja. Ich werde jetzt, glaube ich, an Archibald beginnen, Sekt zu verkaufen. Um meine weiteren Ausgaben zu decken. Ist vernünftig. Ich nehme dafür einen Schoner einfach. Wie gesagt, ich kann dir die dann erst ab den Ingenieuren, ab den Investoren abnehmen, wenn halt die Glühfäden bei mir ankommen und das Messing. Das ist ja, fängt ja jetzt gerade an. Ich meine tatsächlich wirklich Sekt. Also die verarbeitete Variante. Ach so. Traum.
Davon habe ich nämlich gerade 547 auf Lager. Alles handgemacht in Sklaveria. Guter Jager. Sklaveria. Das muss da. Das muss draufstehen, ja. Den mag ich am liebsten übrigens. Upsala. Den Namen? Nein, den Wein. Made in Sklaveria. Der fliegende Dodo ist da. Der schmeckt immer besonders gut, also richtig gut. Oh Gott, dafür wird man mich hassen, wenn man den Namen liest. Schiffnamen? Nein. Die rechte Stadt. Ich würde dir raten, es nicht dir anzusehen, Kopa. Sinning? Die rechte Stadt. Aber Henrik und Sinning können es sich ja mal ansehen. Was? Vielleicht willst du deine Handelsroute mit dem Clipper auf Chona runtersetzen. Oh, Sinning. Ich habe ja noch was für die Perlenfarm gekriegt, gerade von meinen Einwohnern. Ich glaube nicht, dass ich jetzt was Größeres brauche bis jetzt. Ja, Sinning. Produktivität 40%, Arbeitskraft erforderlich minus 50% für die Perlenfarm. Episch. Nimmet. Welche Route meinst du? Ich hab Kaffee in der neuen Welt. Ja. Vielleicht willst du die Route so ein bisschen posten. Ah, ich sehe schon, dass... Ja, ich weiß, was du meinst. Und du kannst in den Schoner auch gerne Melonen mit einladen, also den Hut. Weil von denen kann ich hier auch nichts herstellen. Ja, jo, gut. Richtige Melonen, ne? Zum Essen kannst du ja hier auch nicht produzieren. Er hat schon wieder Gold gefunden. Was ist denn hier los, Mensch? Manchmal wünscht man sich, man könnte Alex so richtig. Wie kann man sich nur so wenig um wichtige Angelegenheiten kümmern? Manchmal? Immer öfter. Aber wenn dann so schön mit Anschwung. Nein, das geht nicht. Warum geht das nicht? Seit 52 Tagen ist die Expedition auf See. Es kam noch kein Ereignis großartig. Hast du was zustande gebracht? Ey, da ist wieder ein Öltanker bei Archie. Eine schöne, runde Sache. Archie, da ist ein Öltanker. Archie! Archie Bald, mein Sweetie. Da ist wieder ein Öltanker vor deinen Nerven. Der Archie Bald, du. Der Archie Bald. Archie. Ich muss mir irgendwas wegen der Fälle noch einfallen lassen. Das geht gar nicht. Wo soll ich eigentlich bei mir die Weltausstellung hinballern? Ich hätte sie da gebaut, wo ich sie hatte. Platz. Ich würde sie, glaube ich, jetzt tatsächlich hierhin planen, wo sie jetzt. Also wenn du sie in der Mitte der Welt setzen willst, dann da unten. Ja. Wenn du sie an einem schönen Ort hinsetzen willst, dann mach's doch im Hintergrund mit dem Wasserfall. Auf der oberen Etage. Ah ja, ich weiß, auf der zweiten, ne? Du meinst da, wo mein Öl ist? Auf der dritten Etage. Auf der dritten Etage? Wo ist denn die dritte Etage bei dir? Ach, da oben. Genau da drüber. Da kann man halt so schön auf die Weltausstellung schauen, während man auf den Wasserfall schaut. Da steht's aber ziemlich weit hinten. Ich würde sie mittig machen, tatsächlich. Dann solltest du sie in der ersten Etage unten bauen. Ungefähr da, wo ich sie platziert hatte. Ja, ich glaube, das ist da ungefähr, wo gerade meine Stadt aktuell noch endet. Nein, das war ein bisschen weiter oben noch. Okay, dann baue ich noch ein bisschen. Also ich sehe, du hast meinen Baustil übernommen. Grob. Im großen Teil. Ja, grob. Also es ist auch der einzig logische gerade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alter. Schwer. Ah, sehr schön, Sinning. Deine Aktion läuft, wie ich sehe. Wirklich? Welche? Aktion Kuvertüre. Bezüglich Tabakwaren. Ja, und hab die Produktion von Tabak natürlich hier oder eine einzelne Tabakplantage bekommen. Wenn du mir da noch Perlen liefern kannst, wäre es perfekt. Dann kann ich mich auch den Schmuck herstellen und der gibt mir wieder einen Boost von 156 pro Münzen, pro Haus. Mein Industriegebiet fliegt gerade auseinander. Vier. Das sind die Nachrichten, die ich mag. Ja, Kevin-Style halt. Sinning? Ja. Weißt du, warum da ein Clipper von La Fortune vor deinem Hafen steht? Möglich. In Tucapan da unten.
Warum steht da eine Clipper von Lafortune bei der? Pünktlich auf die Minute. Ich möchte gleich eine Mission machen. Und vor allen Dingen, wo ist Lafortune? Wann kommt der wieder? Ja, wer hat ihn denn verkrault? Weiß ich nicht. War das jetzt schon Zensur oder bloß... Ich hab eher das Gefühl, er war der Meinung, er sollte vielleicht sein Volk mal umsiedeln. So, Lebensraum im Henrik. Ja, Süden. Hast du dir mittlerweile angesehen, wie die Stadt heißt? Welche? Die östliche Hauptinsel von mir. Alter, es geht doch nicht. Das kannst du nicht. Alter, das ist die östliche Hauptinsel. Sollte ich das zeigen? Alter. Wenn du jetzt den Stream, dann kannst du es dir ansehen. Alter. Das beende den Stream, also beende die Aufnahme, dann kannst du es dir ansehen, Alex. Aber ansonsten wird das Video wahrscheinlich gebannt. Naja, so, für sowas nicht, aber du kommst auf jeden Fall auf den Deckel. Minimum von also, mir. Also wie gesagt, beende lieber vorher die Aufnahme. So, wir wollten jetzt sowieso Schluss machen. Also, einmal upgraden noch. Rutsch. Boah, schön. Mein Viertel muss noch wachsen. Es ist immer schön, wenn ich Gold da habe. Dann sind meine Investoren und meine Ingenieure immer fast 100% zufrieden. Kostet ich mehr Gold. Bilanz von über 30.000. Wirtschaft sagt nein, noch nicht. Irgendwann mal. So, meine Bilanz ist gerade schon ordentlich am Wachsen, weil ich jetzt mal ein bisschen upgrade. Bin jetzt bei 26.000 plus. Kuraten hat mal wieder gerade Zigarren von mir abgenommen. Ja, ich bin wirklich bald pleite, wenn das so weitergeht. 822.000 aktuell. Mit ja, kannst auch jetzt erstmal abbrechen. Ich glaube, ich habe dir jetzt erstmal genug geliefert, oder? Wie viel habe ich denn auf Lager? Von Zigarren her, weil die sind am teuersten. Ich hätte übrigens so allgemein noch so einen verdammten Schiffspropeller. Sturmbö, aha. Bewegungsgeschwindigkeit plus 10%. Ich setze mal auf 100 runter. Dann kannst du die Route weiter laufen lassen, das dauert noch eine Weile. Ach Leute, warte mal, der betrifft Allgemeinschiffe. Natürlich auch nicht verkehrt. Ach Sinning, wenn du mir einen Gefallen tun willst, ich verkaufe Nähmaschinen. Ausgezeichnet, dann nehme ich die. Oh nein, das ist nicht. Und wenn du ganz große Langeweile hast, Bier. Ich verkaufe Bier. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit. Bier. Ganz, ganz, ganz schlecht. Deswegen, wenn du ganz große Langeweile hast. Sinning, ich kann dir auch Bier schenken. Ja. Ich kauf Bier. Ich will dir Bier schenken, ich kauf Bier. Willst du mich verarschen? Kuraten ist dein bester Handelspartner. Noch. Ich muss aber echt sagen, das System funktioniert. Das funktioniert tatsächlich echt. Oh nein. Seid ihr noch da? Nee, natürlich nicht. Ja, wir sind noch da. Okay, Hendrix gerade abgekackt. Jo. Ja, da können wir jetzt an der Stelle können wir sowieso einen Cut machen. Ja, ich habe gerade noch mein Öl gebaut. Gerade just in dem Moment noch fertig. Läuft. Setz mal kurz noch fort, Alex, und jetzt schau dir mal die Insel an. Euch noch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.